Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein Parfüm, das von den entlegensten Winkeln des Universums inspiriert wurde. Es ist männlich, elegant und sehr versatil. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann bleibt dran. Willkommen zurück, schön, dass ihr noch da seid. Tja, heute geht es um ein Freshie, der sehr natürlich riecht und die Marke ist auch dafür bekannt, dass sie natürlich Inhaltsstoffe verwendet und das kann man definitiv riechen. Es ist der Kobalt von Löwe 7. Der Flakon kommt in einer simplen Verpackung aus Karton, was für mich die Natürlichkeit weiter unterstreicht. Die Kappe ist aus Holz und das Logo ist sowohl innen also auch außen, wie auch auf dem Sprühkopf eingraviert. Der Sprayer ist weit und zerstäubt den Juice moderat. Die Noten sind Salbei, schwarze Johannisbeere, Gewürznelke, rosa Pfeffer, Weihrauch Absolut, Vetiver und die Tonkabohne. Aber kommen wir nun zum Wichtigsten, dem Juice. Der Duft riecht frisch, würzig, mit einer leichten Fruchtigkeit. Ich rieche hier den Johannisbeer sehr gut raus, obwohl er nicht im Vordergrund steht. Also generell hier sind die Duftnoten sehr schön ineinander verwoben. Das heißt, keine Duftnote ist wirklich immer im Vordergrund, sondern alles zusammen gibt eine sehr schöne Melange. Die Frische kommt vom Salbei und die leichte Süße wird von der Tonkabohne beigesteuert. Der Duft hat generell keinen riesigen Duftverlauf, er ist eher geradlinig, hat aber durchaus eine schöne Haltbarkeit und Ausstrahlung. Also ca. 6 bis 7 Stunden projiziert ca. 1 bis 2 Stunden, aber generell ist der Duft eher hautnah. Es ist kein Biest, das riesig produziert, er wird aber definitiv wahrgenommen. Der Duft hat für mich eine elegante Natürlichkeit und riecht für mich so wie getrocknete Blumen. Also nicht, dass ihr denkt, der Duft ist blumig, das ist ganz und gar nicht so. Ihr müsst es auch eher so vorstellen, wie das riecht etwa wie Heu, gepaart mit dem süßlichen, kühlen Duft von Blumen. Der Duft ist für mich sehr versatil. Am besten scheint er aber für mich im warmen Wetter. Da er doch eine wirklich schöne grüne Note hat, die nicht sehr, sehr fruchtig ist und die eine wirklich sehr, sehr leichte Süße hat, kommt die Süße besser vor im warmen Wetter. Und für mich ist das ein wirklich super Duft fürs Büro, zu einem Anzug, weil er doch eher zurückhaltend ist. Das ist kein Duft, der euch ins Gesicht springt, sondern er sitzt sehr nahe auf der Haut und hat aber wirklich eine sehr schöne, elegante Klasse. Es ist sicher nichts bahnbrechend Neues, aber sehr solide, sehr natürlich und für mich im Preis-Leistungs-Verhältnis für 85 Schweizer Franken die 100 Milliliter finde ich das sehr gut. Wie gesagt, so von der Demografie her würde ich auch sagen, es ist nichts unbedingt für einen jungen Mann, sondern ich sehe den Duft schon eher an einem reiferen Mann, eventuell einem Businessmann. Wie gesagt, ich finde den zu Anzug, zu einem formalen Anlass passt er sehr gut oder als unauffälliger Immogeher den Tag über. Mir gefällt dieser Duft wirklich sehr gut, weil ihr überhaupt keine Synthetik drin habt. Der Duft riecht sehr natürlich und das ist, was den Duft ausmacht. Und er hat eine wirklich sehr schöne Qualität zu einem guten Preis. Tja Leute, das war's schon wieder für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet meine Ausführungen spannend
Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt von mir und euch die Materie Parfums interessiert, bin ich froh um ein Abo von euch. Klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch nicht, wenn ein neues Video kommt. Ich freue mich, wenn ihr mir etwas in die Kommentare schreibt. Kennt ihr den Duft vielleicht schon? Habt ihr ihn schon getestet? Oder was ist eure Meinung zu diesem Duft? Tja, dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als ihr wisst, immer geschmeidig bleiben. Bis dann. Ciao.